Die besten Weitspringer und die besten Stabhochspringer der Welt treffen aufeinander. Weltmeister, Olympiateilnehmer, die Elite unter sich. Spitzensport und das in Innsbruck. Direkt unter dem berühmten Goldenen Dachl geht es um Weiten und Höhen bei der 7. internationalen Golden Roof Challenge, ein traditionelles Stadtspringen. Innsbruck ist natürlich was ganz Besonderes. Hier ist es wirklich sehr, sehr eng und es erfordert viel Konzentration, weil so viel Bewegung ist. Auch die Lautstärke, wie man hört. You know, I like these events better. Ach, ich mag solche Veranstaltungen lieber. Es sind die Bedingungen, die Menschenmenge und all das. Darin liegt der Reiz für uns Stabhochspringer. Vor dem Wettkampf lockeres Schlendern durch die Innenstadt. Man ist entspannt. Ritterliches Kranzelstechen und Bussis für die Stabhochspringer. Doch letztlich geht es darum, der Beste zu sein. Man misst sich schließlich nicht mit irgendwem. Christian Reif, aktueller Europameister. Malte Moa, 2011 Nummer 1 der Weltrangliste. Derek Miles, die Nummer 3. Ein sehr, sehr starkes Feld. Also mit dem Vize-Europameister in der Halle, Morten Jensen, dann Vize-Weltmeister in der Halle, Ignatius Geißer und selbst mit mir dann als Europameister. Da kriegen die Leute schon was ganz Besonderes geboten. Der Stabhochsprung-Wettbewerb ist reine Männersache. Deutschland gegen die USA, zwei Viererteams. Nach einer Regenpause hat Deutschland noch drei Athleten im Wettbewerb. Derek Miles ist der letzte Amerikaner. Selbst wenn der Malte jetzt nicht drüber springen würde, sind wir eigentlich jetzt gut dabei. Ich glaube nicht, dass die da jetzt noch irgendwie einen aus dem Hut zaubern. Lobinger und Co. scheitern bei 5,45 Meter, sichern sich am Ende aber die Nationenwertung. Derek Miles springt an diesem Abend mit 5,55 Meter am höchsten. Die Golden Roof Challenge, eine gelungene Kombination aus sportlichem Wettkampf und Unterhaltung. Gelungen auch, weil die Gier nach Rekorden hier nicht im Mittelpunkt steht. Also ich denke, gerade mit so einem Meeting wie in Innsbruck löst man sich ja auch von dieser ewigen Suche und von dieser ewigen Jagd nach Rekorden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn jeder Athlet weiß, womit sich letztlich am meisten Geld verdienen lässt. Weltrekorde sind die, die am besten bezahlt werden. Wenn ich mir angucke, was jetzt Usain Bolt macht, der bekommt für einen Start mehr als alle anderen 100 Athleten bei einem Meeting. Ob das die Zukunft der Leichtathletik ist, das glaube ich nicht. Das ist einfach nicht gut. Mein Usain Bolt bekommt 6-mal mehr als damals Serge Bubka mit über 30 Weltrekorden. Und es ist nicht so, dass die Wirtschaft explodiert ist in den letzten 10 Jahren. Ich denke, das ist der falsche Weg. Auch wenn heuer keine Rekorde aufgestellt wurden, um die goldene Dachschindel will man auch im nächsten Jahr wieder kämpfen.